Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buck Fables The Everlast Zeppelin. Wir sind hier in den Forsaken. In den Forsaken Lands sind wir weiter fortgedruckt. Sollte jetzt mir noch eine wunderschöne Einleitung machen, dann halt nicht. Was war das für ein Schrei? Nur ein süßes Monster, lasst es uns bekämpfen. Mit einer guten Prügelattacke. Der Text hat sich automatisch gestippt. Bleibt stolz, meine Ritter. Wir sind nur wenige Schritte entfernt von unserem Ziel. Zerdrückt diese Kreatur, die sich wagt, bei unserer heiligsten Mission zu stören. Habt keine Gnade. Das funktioniert auch. Auf zum Kampf. Dann gibt es halt wirklich keine erweiterte Einleitung. Ich habe mir sowas Cooles überlegt, was ich hier als Einleitung nehmen könnte für den Part. Wollte noch ein bisschen was reden, dann halt nicht. Also. Ja, ich opfere mal den ersten Zug fürs Bei. Boah, das ist nichts wie das von den Golden Settlements. Wie wild, ist es groß. Pass auf für irgendwas und schlag sie nieder, bevor sie nach Hilfe rufen. Okay. Ruf nach Hilfe. Ja, diese Strategie sollte eigentlich funktionieren. Ich habe mir übrigens einen Plan gemacht hier für den Gegner, den wir nicht besiegen konnten. Wenn der Name einfällt, dann wäre es der Devourer, genau. Macht zwei Angriffe, wie mies. Ja. Das wird immer schön, wenn Kapu den Angriffsbuff bekommt für den Taunt. Ah, das ist so sinnvoll. Ah, der hat schon ordentliches Damage-Potenzial. Muss man ihm zugute halten. Geplockt 3 HP. Gut, aber ich kann 4 HP pro Runde heilen, also noch komme ich nicht ans Schwitzen. Jetzt holt er sich Verstärkung. Machen einfach hier den Hauptgegner fertig, dann das kleine Vieh, da kann er so viele holen, wie er will. Verdammt. Okay, die holen sich beide Angriffsbuffs. Als ob das noch ein Block war. Ich drücke schon sehr spät, weil ich dir gerne auch den Superblock ausführen möchte. Das Viech, das geht down. Der scheint ja nur Single-Gegner-Attacken zu machen. Der andere geht ja fast schon nur durch Blocken tot. Ey, der erste Außenblock in diesem Kampf. Oh, jetzt habe ich einen Lauf. Ich
einen guten Block. Und das ist ein guter Block. Geht er jetzt drauf? Können ja Wetten abschließen, ob dann auch noch besiegt werden muss. Wenn nicht, dann dauert der Kampf exakt einen Zug länger. Bricht mir jetzt auch nicht das Genick. Ey, dieser Lag ist unfair. Hervorragende Arbeit. Das Königreich ist in unserer Reichweite. Danke für eure Taten, für euren Effort. Nee, nicht Taten, Effort ist, wenn man da Zeit rein investiert. So ein prägnantes Wort für Zeit, wenn ich Zeit in etwas gebe. Für die Mühe. Kein Problem. Halt, wo geht ihr hin? Ein Primal Weevil. Das neue Radar funktioniert genau wie es der Professor oft hat. Ihr da, ihr habt das Biest besiegt. Wir haben zu danken. Wie schon gesagt, kein Problem. Ihr müsst die Soldaten sein vom Termite Kingdom oder liege ich falsch? Verdammt, siehst. Du bist die Ant Queen. Wie wagst du es, dich unsere Grenze zu betreten? In der Tat, ich habe dringliche Nachrichten. Bulgaria. Und auch dein Kingdom und dann auch dein Königreich sind in der großen Gefahr, beherrscht zu werden. Was sollen wir tun, Poi? Keiner würde dieses Gebiet betreten oder überschreiten für einen bösen Witz. Es ist nicht für uns, das zu entscheiden. Komm schon, was ist, wenn sie es wirklich ernst meinen? Das ist es. Ich flehe euch an, ihr müsst uns mit eurem Anführer sprechen lassen. Kapu, du solltest mich die ganzen Verhandlungsschritte durchgehen lassen. Okay, zumindest habt ihr uns von Ärger erspart, da dieses Biest zu fangen. Wir werden uns dann vor dem Tor treffen, nachdem das Weevil dann geliefert haben und den Royal Guard informiert haben. Bitte wacht uns auf hier. Ihr redet mit uns. Hier, das hier ist jetzt hier nichts Verdecktes. Da sichern wir euch. Nur einige Nachforschungen, richtig? Okay, vielen Dank für eure Entscheidung. Wir treffen uns dann am Eingang. Aber wir warnen dich. Unser König wird nicht glücklich sein, euch zu sehen. Oder nicht die Königin. Also, viel Glück. Das ist gut ausgegangen, wie schon erwartet. Die Ameisen hier sind nicht willkommen in deren Land. Das ist Teil unserer Geschichte. Alles wird okay sein. Das, was sich wirklich um uns kümmern sollten, sind die Bedürfnisse, die Zweifel von jedem Bulgarianer. Wir lassen nur unsere magische oder mach nur deine magische Königin-Diplomatie. Lass uns gehen. Ey, schon wieder Lag. Gibt's nicht. Frag mich auch, ob das in Aufnahme ist. Du bist hier, gut. Du darfst reingehen, aber die Ant Queen, ich würde raten, dass du direkt zum Schloss gehst. Es ist nur ein gerader Durchgang, geradeausgehend von der Plaza. Je weniger Leute dich sehen, desto weniger Aufregung wird es geben. Ich verstehe. Vielen Dank. Wir hatten viele Jahre in Frieden. Lasst uns nicht bereuen hier. Lasst uns die Tat nicht bereuen, dass wir dich rein lassen. Um eine Königin in diesem Zusammenhang zu behandeln. Team Sackmouth, dein Job ist fertig. Vielen Dank für euren Service. Ich hoffe, wir treffen uns am Tisch für Verhandlungen. Wir sehen uns dort, Lisa. Ja, wir sehen dich. Hast du wirklich unsere Endqueen Lisa genannt? Das ist zu unhöflich.
Ihr zwei sollt lernen, einfach nur zu entspannen. Lasst uns hier umschauen und dann ihr folgen. Wir kommen jetzt jederzeit rein und raus, wenn ich das richtig interpretiere. Benehmt euch, währenddessen ihr hier in dem Schloss seid. Wir beobachten dich, also macht hier keine lustigen Beschäftigungen. Oh, hier kann man noch Items lagern. Finde ich interessant, dass das hier innen drin hier dieser Post-Typi ist. Die Termiten lassen uns nicht in die Stadt rein. Also glaube ich, dass das hier das Entferntes ist, wo wir den Tunnel hinbauen können. Oh hey, ihr Typen seid es. Also wie wär's? 35 Sperren für diesen Tunnel? Die Bären schwängen euch mal gut. Okay, den Dialog hatten wir schon. Ist scheinbar jedes Mal derselbe. Immer wenn da irgendwas geladen wird, muss ein Lag. Ich verstehe es nicht. Puh, alles geschafft. Vielen Dank. Wir sind wieder nochmal in den Schulen, Diana. Danke. Nun, ich bin da weg. Wir sehen uns noch zum anderen Zeit. Jawohl, jetzt haben wir hier einen Schnellreisepunkt, den wir nicht nutzen. Also noch nicht nutzen. Der wird schon noch sehr oft nützlich. Immer. Eine Sekunde. Ist hier rechts noch was? Oder ist das hier nur... Okay. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, aber dass da noch was wäre. Aber scheinbar nur so ein Partikeleffekt, der nichts zu bedeuten hat. Aber jetzt auch dieser Speicherpunkt jetzt ein normaler Speicherpunkt. Jetzt bin ich hier oben. Ja, kommen wir einfach jederzeit noch mal hoch. Interessant. Okay, einen Shortcut aufgemacht. Ich würde halt noch mal gern zum... Haupteingang zurück. Ich zweifle irgendwie an, dass es der Weg ist, von dem ich gekommen bin. Oh, da ist es schon. Perfekt. Willkommen zurück, Freunde. Habt ihr euren Weg gefunden? In der Tat, vielen Dank für deine Hilfe. Ich sehe schon, die Endkühne ist nicht mehr lange bei euch. Also glaube ich, könntet ihr interessiert an meinem Service sein. Wir sind uns unsicher. Das scheint wirklich nicht so ganz... Das scheint ziemlich shady zu sein. Mein Freund, ihr seid alle falsch da. Ich mache hier die ehrlichste Arbeit. Mein Service kann eure Stats ändern. Habt ihr einen falschen Bonus ausgehängt, den Ranking ab? Das kann ich euch geben, für einen Preis natürlich. Hehe. Das mag ich nicht, aber ich glaube, das wird nützlich sein. Ich habe zwei Operationen hier. Stat Conversion und Potion Conversion. Mit Stat Conversion tue ich all eure Level-Ups und Stat-Bonuses konvertieren in Tränke. Was du mit den Tränken machst, ist dann dir überlassen. Aber das ist, wo mein zweiter Service reinkommt, der Potion Conversion. Mit dem kann ich einen Poison-Typ in einen anderen ändern. So kannst du den Bonus ändern für den du das erhalten würdest. Was meinst du mit Extract? Oder was mit Herausziehen? Oh, ich glaube, das wird nicht viel wehtun, meine Freunde. Gib es einige Gedanken, du weißt, wo du mich findest. Ich habe darüber ein schlechtes Gefühl. Eine Stat-Conversion machen wir dann mal. Boah, jetzt wird die fette Nadel reingehauen. Und dann den Key-Items sollen wir prüfen. Dann die Items kommen wieder zurück, wenn ihr mehr von meinen Services braucht. Hehehe. Also, was haben wir denn? Partys MP mit 3, Max HP 1, ATK Potion. Ja, genau, das war ja für wie? Ein Allies Max HP by 1. Super TP Potion.
Ah, das ist das für Level Up. Ja, ich muss mich da ganz kurz mal reinfuchsen. Also wir haben 4x HP. Einmal 1, 2, 3, 4. Als ob wir so viele HP-Potion haben. Das sind ja 6 Stück. Und nur 4x Super HP. Ja, stimmt, die 4x Super HP macht Sinn. Wir hatten 11 die ganze Zeit. Wie mache ich das jetzt hier am besten? Wir haben 10 von den Punkten. Oder behaupten, das reicht eigentlich aus. Increases Parties MP by 3. Ach, das hier. Ah, Permanent bei 1 ist die normale TP und Super TP sind 3. Ja, okay, die normalen TP können wir ja benutzen ohne Probleme. Ja, die Super können wir dann ändern. MP Potion. Super TP Potion. Alles sehr interessant. Was hätten wir denn? Zum Beispiel wir. Zum Beispiel die Super TP. Zu MP. Wenn es jedes Mal die lange Animation ist, dann bin ich beschäftigt. Also ich werde wirklich alles auf MP setzen. Also für diejenigen, die das noch nicht ganz verstanden haben, ich werde jetzt jedes einzelne Level up, was ich gemacht habe, werde ich insofern insofern ändern, wie als hätte ich jedes Mal die MP als Upgrade genommen, anstatt TP und HP. Also, dass man nicht mehrfach auswählen kann, sondern jedes Mal auch den Dialog, weiß ich nicht. Also ist das hier ganz schön teuer, was ich hier mache. Also ja, ich kann mich schon mal umentscheiden, aber soll das schon einigermaßen überlegt sein? Ich hoffe, dass es das ist. Ich würde behaupten, das lohnt sich. Wirklich, so viel MP und HP brauche ich gar nicht. Ich meine, mit meiner Strategie brauche ich halt lediglich halt komplett auf einer Medaillen. Noch einmal Super TP in MP. Jetzt gebe ich jetzt die HP, ist die Sache. Also Kappa auf jeden Fall auf 11. Ich glaube, ich gebe einfach alles Kappa. Den anderen kann ich ja auch geben mit den Medaillen. Genau. Ich kann ja bis zu 12 erhöhen. Das passt schon.
Kann ich auch mal ein Lorebook abgeben? Ich habe Discoveries gemacht, weiß ich wahrscheinlich nicht bis zum nächsten Tier. Genau. So, um die Mitte kann ich auch nochmal kümmern, genau. Ne, Hard Mode machen wir nicht. Bug Me Not aktivieren wir. Dann für Kapo Super Block. Mach mal die wichtigen zuerst. Die Sheer Miracle Matter. Prayer, Meditation, Reflection. Sehr, sehr wichtige Medaillen. Die Sheer Berserker. Spiky Bot. Da habe ich noch über 20 übrig. Ah ja, den Detektor. Und extra Freeze. Will ich sagen. Ja, wobei, ich habe eine Idee, was ich machen könnte. Klar, mit den Etus Jaw und den Power Exchanges könnte ich auch nochmal Mies ATK nochmal um 3 erhöhen. Ist schon ziemlich stark. Ist überhaupt Frostbite. Ach so. Aber ich glaube, ich habe einen anderen Plan. Aber ich gebe wie den Leaf Cloak. Dann zweimal HP Core und den HP Saver für Leaf. Das hat einen sehr, sehr spezifischen Plan, was ich hier mache. Dann noch zweimal HP Plus für dich. Ich glaube, das Ganze lassen wir jetzt erstmal so stehen und bleiben hier mit der Hauptquest. Ich glaube, ich gehe tatsächlich in das Revanche gegen die Devourer. Weil ich habe mir spontane Strategie überlegt. Ich möchte einfach wissen, ob das funktioniert. Wenn ja, dann wird das echt dämlich. Ach, die Heilung war komplett unnötig, fällt mir gerade ein. Weil es war sowieso der Heilkristall beim Devourer. Naja. Also ich hab Bug Me Not drin, ja? Genau. Ich werde mir nochmal plus HP geben für Leaf. Der Grund, warum ich jetzt hier nochmal bin, ist... Weil ich sollte jetzt eigentlich... Genau. Jetzt komme ich nämlich hier hin. Mit dem Fliegen. Die ganze Zeit war das schon seit Chapter 3 war die Medaillen. Jetzt können wir sie holen. Ach, komm schon. Boah. Das war ja mal ein Sprung. Und jetzt wieder der Mist. Ach, ihr wollt uns. Wollt ihr uns jetzt hier wirklich. Ah, das ist so nervig. Also, es hätte es auch ein bisschen weniger nervig machen können. Ja, das reicht jetzt nicht. Hm?
Verdammt. Wir sind natürlich genau dann erst verschwunden. Wo ich sie eingesammelt hätte. Nee, noch nicht. Was ich noch mache, ich bug mir nur das jetzt unnötig. Und noch mal ein bisschen mehr HP für Leaf, die auch direkt generiert werden. Jetzt noch mal kurz checken, was ich alles ausgerüstet habe. Bisschen HP Plus, bisschen Superblock. Bisschen Exchangen. Back Support, zweimal TP Kurs wichtig. TP Saver auch wichtig. Miracle Matter. Meditation brauche ich ja gar nicht. Zumindest nicht für meine Strategie, die ich vorhab. Schon mal 4 Punkte. Ich glaube, die nutze ich noch einmal hierfür und... Kapu? So. Achtung, die Strategie wird jetzt absolut fürchterlich und dämlich. Aber nichts anderes seid ihr gewohnt. Es ist eine Kombination aus allen schlechten Strategien, die wir hatten bislang. Das ist eine Kombination aus Bubble Shield und hohe Defensive. Den Dialog hatten wir schon. Also, ich mache beide unsterblich. Weil Bubble Shield Light kostet 2 TP, ich kriege 4 TP alle 2 Runden. Das heißt, das kann ich auch permanent auf mich selbst anwenden. Und du stirbst ja nicht wegen der hohen Defensive und der permanenten Heilung. Und wie wird er permanent wiederbelebt? Das ist die Idee. Ich könnte auch irgendwie mit Poison Defender oder sowas anfangen, aber... Ich glaube, so hochscrollen ist besser. Dieser Kampf kann übrigens Jahre dauern. Nicht taunt. Weil ab jetzt kann ich auch nicht mehr angreifen. Mit meinem wunderschönen Chompy. Okay, ich glaube, dass die mit wie... Das sind auch mal verschwendete Punkte eigentlich. Naja. Ist auch nicht so ultra wichtig. Da hätte ich lieber die Poison-Strategie noch erfahren können, statt mir nochmal mehr AP zu geben. Gut. Optimierungen sind immer möglich, aber ich glaube, auch so sollte ich das schaffen. Ich kann ja vielleicht, wenn ich dran denke, ja schon mal zeigen, was ich gemeint hätte. Thank you.
Ich zerleg sie mal wieder. Durch was entstehen die? Ach, der hält sich jetzt dauerhaft. Der hält sich um 6 AP. Wenn sich jetzt permanent heilt, dann ist das echt scheiße. Dann funktioniert meine Strategie tatsächlich nicht, weil ich halt den Schaden zu langsam mache. Aber gleich spuckt er ihn wieder aus. Ey! Eigentlich hätte ich ihn jetzt schon ausspucken sollen, by the way. Meine Strategie funktioniert leider nicht. Weil Leaf wird einfach immer drauf gehen. Und ich schüge den Schaden, schüge halt zu wenig Schaden auf einmal zu. Ich weiß ja nicht, wie häufig der diese Einsaugattacke machen wird. Verdammt. Aber der holt sich ja immer wieder neu. Das ist auch so richtig unfair. Ich muss einfach den Poison Defender nutzen. Zusätzlich auch noch Heilung für Leaf. Und mehr ATK für V. Dafür, glaube ich, kann ich mich von Block Heal verabschieden. Und vielleicht auch nicht ganz so viele HP für Kapo. Wobei, da bin ich mir echt nicht sicher. Nee, mit so aktuell kriege ich den nicht. So aktuell kriege ich den leider nicht. Jetzt tötet ihn. Eventuell brauchst du noch mehr Medaillenpunkte. Kann ich? Ja, ich habe jetzt noch mal 6 frei. Leaf Cloak ist absolut unnötig. Wir machen Chunks da raus. Und auch mal Spiky Bot raus. Das wird ja auch nicht benötigt. Okay, habe ich noch mal 13 mehr. Das wäre dann... Ich brauche einfach den zusätzlichen Schaden. Und ich brauche noch Heilung für... Nicht Heal Plus, sondern... Habe ich das überhaupt?
Nimm mir viel Medaille, um das hier zu machen. Okay, ich wollte jetzt hier nicht nochmal kämpfen. Gegen den Saftsack muss ich mir noch was einfallen lassen. Vor allem der Boss Rush wird ja auch nochmal lustig. Eventuell werde ich von Heil-Items Gebrauch machen müssen, die dann wie halt noch zusätzlich trägt. Und ich brauche noch mehr Medaillenpunkte für höhere Offensive, dass ich halt nicht 5 HP Schaden zufüge, sondern ich kann ja pro Runde bis zu 8 HP Schaden zufügen. Um 9 kann er sich heilen, dann kann ich, brauche ich auch eventuell die Medaille, dass ich wie, also ich alle 2 Runden sich nochmal neu aufrafft. Anstatt alle 3, wobei daran soll es auch eigentlich nicht liegen. Genau, wenn ich alle 3 Runden 8 mache und er dann alle 4 Runden sich um 9 heilt, dann mache ich im Schritt mehr Schaden, als er Schaden erleidet. Dafür brauche ich mehr Medaillen. Komm. Ich muss mich nochmal neu sortieren. Brauchen wir in deinem Punkt noch mehr Medaillen. Also mehr Medaillen an sich. Mir fehlen ein paar Medaillen, die wichtig sind. Das habe ich jetzt auch ausgerüstet. Okay, Defensive Exchange, Back Support, Leap Block brauche ich nicht. Okay. Davon ausgehend. Ich aktiviere Bug Menot. Die ganzen Plus nehme ich nicht. Super Block Plus hole ich mit rein. Das hier kann mir alles gestohlen bleiben. Leaf Cloak muss ich gucken. Ich glaube aber, dass ich es nicht benutze. Miracle Matter wichtig. Prayer wichtig. Meditation wichtig. Reflection wichtig. Berserker wichtig. Spikeboard nicht so wichtig, aber hole ich mal dennoch mit rein. Genau. Ich habe noch 20 über. Da einfach mal die zusätzliche Power Exchange, damit jeder Kampf die 100 Millionen Jahre geht. Habe ich doch 5 Punkte übrig. Was mache ich mit den 5? Kann natürlich Strong Start aktivieren. Lohnt sich das jetzt wirklich? Ich glaube, ich mache Strong Start für wie? Habe ich nochmal zusätzlichen Angriff? Noch 3 Punkte über. Jetzt vielleicht als Immunität gegen Statuseffekte holen, oder? And fleeing won't drop berries. Das ist nicht schlecht. Ja, und die anderen 2 Punkte gebe ich dann hier aus für... Einmal für Numb Resistance. Das ist etwas, was mir gar nicht gefällt und das ist etwas, was mir so dermaßen gar nicht gefällt, dass ich da beide Punkte reinstecke. Ich könnte auch theoretisch das für mehr HP nutzen. Aber ich glaube jetzt erstmal nicht. Ich werde mich mal klug machen, wie da noch die anderen 2 Medaillen fehlen. Und zwar, dass es halt eben eine automatische HP-Regeneration für Leaf, falls er dann geschnappt wird vom Devourer. Dass er dann auch automatisch heilen kann mit der Zeit. Das würde ich jetzt mal als wichtig einschätzen.
Safe complete. Genau, beim nächsten Part geht es dann einfach jetzt hier weiter. Hier bei der Termarkade. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sag, ciao, Leute. Wie schmeckt ihr?